Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück auf Spoon Isle. Oder so. In Tales of Monkey Island. Ja, ich versuche immer noch da, das goldene Schildkrötenartefakt aus der Halterung zu bekommen. Und das will mir nicht so ganz gelingen. Deswegen denke ich frage hier mal Chuck um Hilfe. Ich kriege das Schildkrötenartefakt da nicht raus. Ideen? Warum lässt du mich es nicht tun? Elaine scheint zu denken, dass ich die Stärke von 10 Männern habe. Wenn ich... Ja, vergiss es. Ich mache es selbst. Das war nicht die richtige Antwort, LeChuck. Das klang ein bisschen arrogant. Hier. Wieder besseres Wissen werde ich dir einen Versuch geben, das Beschwörungsartefakt aus dem Stein zu hauen. Aber nur, weil du viel stärker bist als ich. Aber dann gibst du mir das Artefakt sofort. Sonst schwöre ich... Locker bleiben, Threepwood. Ich verspreche es dir. Man muss nur wissen, wo man Druck anwenden muss. Erstaunlich. Wir haben es geschafft, Guybrush. Ja, das kann man wohl sagen. Wenn ich es jetzt... Aber nur mit den Augen schauen. Pures Gold. Ein Schatz, der in jeden Schiffsraum eines ehrenwerten Piraten gehört. Schön, mach schon. Lass mich mal... Und umgeben von geheimnisvollen Kräften, die mysteriöse Kreaturen des Meeres aus längst vergangenen Tagen beschwören. Jetzt hör mal gut zu, du ekelhafter Fleischberg. Du gibst mir jetzt sofort diese goldene Meeresschildkröte, sonst präsentiere ich dir deine Leber mit der Spitze meiner Hakenhand. Oh, nun hast du dir letztendlich die Pocken eingefangen. Das tut mir ja so leid für dich, Guybrush. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles nur meine Schuld ist. Mach dir keine Sorgen, Junge. Wir bekommen diese Artefakte, finden La Esponja Grande und schon wirst du wieder geheilt sein. Wow! Guybrush? Der große Typ hat das Artefakt. Wenn ich zu ihm renne und es ihm abnehme, würde McGillicuddy wahrscheinlich mich befördern. Mann, vielleicht würde er mich diese Woche sogar essen lassen. Andererseits ist er ziemlich groß. Ich hole lieber ein paar Männer mehr. LeChuck, ich hatte recht. Ich wusste, dass ich ihm nicht vertrauen konnte. Oh nein, das Beschwörungsartefakt. Okay, wo bin ich hier? Zerstörter Meermensch-Altar. Mal anschauen. Der Altar hat jetzt ein paar Sprünge, aber er hat den Fall gut überstanden. Ach, das ist der Altar von da oben. Okay, die Brechstange kann ich mitnehmen. Okay, dann, gibt's hier sonst irgendwas? Guybrush, bist du in Ordnung? Mir geht's gut, du hinterhältiger Rückenklopfer. Gib mir diese Meeresschildkröte. Natürlich, Guybrush. Ich verstehe ja, dass du das an deine Brust heften möchtest. Es ist wichtig, gut vor deiner Frau dazustehen. Das ist nicht der Grund, es ist nur... Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest. Ich muss mich wieder auf meine Aufgabe konzentrieren, die entführten Affen wieder in die freie Wildbahn zu entlassen. Es ist unglaublich, wie viele Affen erforderlich waren, um einen bösen Voodoo-Fluch zu vollenden. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Okay... Dann gehen wir mal zurück zum Dschungeleingang. Los, rücke es raus. Nope. Oh, okay. Gib es zurück. Halt's Maul. Kann ich das Artefakt jetzt schon Elaine geben? Ich probier's mal. Ihr werdet sie nie bekommen. Vergessen wir die Artefakte mal für einen Moment. Die Artefakte sind heilig. Ich werde sie nicht in die falschen Hände fallen lassen. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können? Das ist sinnlos. Gib Artefakt zu Elaine. Hey, rate mal. Ich habe eins der... Wenn das ist, wofür ich es halte, dann behalte das jetzt für dich. Wir wollen doch nicht mehr McGillicuddy darauf stoßen, dass du eins gefunden hast. Er würde dich wahrscheinlich auf der Stelle kalt machen.
Kalt machen, ja? Ich zittere. Gebt mir eine Wollmütze. Tolle Idee. Auf diese Weise wird dein Gehirn geschützt. Oh, nicht schlecht. Gib mir die Beschwörungsartefakte. Okay, das hat mir nichts gebracht. Dann gehe ich nochmal zurück zur Insel. Die Artefakte sind heilig. Ich werde sie nicht in die falschen Hände fallen lassen. Schau dir diese Beine an. Danke fürs Anflirten. Ach, wieso gehe ich immer falsch? Ich muss doch da lang. Komm, sag was. Willst du mitfahren? Das war weniger spektakulär, als ich jetzt erwartet hätte. Dann nochmal nach Spoon Isle. Dann rede ich nochmal hier mit den streitenden Piraten. Hey Leute, ich bin wieder da. Oh, klasse. Vielleicht solltet ihr nochmal probieren, zusammenzuarbeiten. Gut. Hast du noch mehr tolle Ideen? Wie wäre es mit Luft anhalten? Wer als erster einatmet, hat verloren. Mir gefällt das prinzipiell, aber nein. Mit meinem Asthma wäre das kein fairer Wettbewerb. Dann gewinne ich kampflos. Nein, weil ich doch das Seepferdchen habe, also verlierst du kampflos. Vielleicht solltet ihr noch mal probieren, zusammenzuarbeiten. Gut. Hast du noch mehr tolle Ideen? Wie wäre es mit einem Wettkampf im Anstarren? Wer als erster blinzelt, hat verloren. Hey, das gefällt mir. Ja, das ist so einfach. Ihr seht aus, als würden eure Augen vertrocknen. Vielleicht solltet ihr aufhören. Ja, vielleicht sollten wir das. Nicht, dass ich bald geblinzelt hätte oder so. Genau, es ist nur medizinisch gesehen unsicher. Wahrscheinlich. Ich glaube, der Wettbewerb im Anstarren hat funktioniert. Du solltest das nochmal probieren. Ja, gute Idee. Seht nur! Wehrlose Bürger mit säckeweise Gold! Oh, wo denn? Wo? Bon voyage. Hast du was gesagt? Ich nicht. Vielleicht war es Kapitän McGillicuddy. Beim Bate Neptuns. Wenn er sieht, dass wir seine Truhe noch nicht vergraben haben, wird er uns vergraben. Los! Wir müssen jetzt gehen! Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Gut, das wär's. Fertig! Vergraben! Okay, hat jetzt gerade kurz gehangen, die Aufnahme. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Okay, dann suchen wir mal, wo sie das Artefakt vergraben haben. Sollten wir jetzt hören können. Roe Island war es wahrscheinlich nicht. Das ist zu naheliegend. Nee, das war das hier. Okay. Da muss ich zum Boot, zum Schiff. Und die ganzen kleineren Inseln abklappern. Gut, Sie wieder hier zu haben, Kapitän. Segel okay. Vorbereiten, Mr. Winslow. Fangen wir mal auf der Isle of You an. Isle of You. Aye, aye, Sir. Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen.
Da müsste ich womöglich jahrelang von einer Insel zur nächsten ziehen. Grausig. Das fasse ich nicht an. Es sieht schleimig aus. Müsste ich jetzt nicht eigentlich was hören? Wahrscheinlich bin ich an der falschen Stelle. Ich kann nicht einfach willkürlich graben. Dann nochmal zum Ruderboot. Gut, Sie wieder hier zu haben, Kapitän. Wohin soll es jetzt gehen, Kapitän? Kurs auf Boulder Beach. Yes, Sir, Kapitän. Mir gefällt dieser Ort. Er ist entspannend. Es ist nur ein Felsen. Hallo, Felsen. Willkommen zurück, Sir. Danke, Mr. Winslow. Wohin, Kapitän? Nee, diesen Ort meide ich. Kann ja eigentlich nur eine von den beiden sein. I love you. Aye, aye, Sir. Mir gefällt dieser Ort. Er ist entspannend. Hey, sieh mal da. Eine Palme. Wie kann ich herausfinden, ich muss ja irgendwie das Ding hören. Ich kann nicht einfach willkürlich graben. Das fasse ich nicht an. Es sieht schleimig aus. Schöner Felsen. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Gut, Sie wieder hier zu haben, Kapitän. Wohin soll es jetzt gehen, Kapitän? Weiter zu Brillig Island. Aye, aye, Sir. Ich bin gefunden. Wäre ich ein vergrabener Papagei, wo wäre ich dann wohl? Eine Kokosnuss. Einer der Knüppel der Natur. Nimm sie mit. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Aha, da bist du, kleiner Papagei. Ich grabe dich sofort aus. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Gruselig. Das hört sich an, als wäre ich lebendig begraben. Mal wieder. Ich finde, einmal im Leben ist wirklich genug. Wie findet ihr das, ihr blöden Piraten? Unterschätzt niemals die Schatzsucherfähigkeiten des Skybrush Threepwood. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Halt endlich dein Maul. Ma petite Mörderin, wo ist denn der mickrige Pirat und seine herrliche kranke Hand? Hier, bitte. Und was für ein glorreicher Kampf! Guybrush war erstaunlich. Sie hätten sehen sollen, wie er... Was denn? Nein, nein und nochmals nein! Das genügt nicht! Ich brauche alles von Monsieur Threepwood. So war das aber nicht abgemacht. Ich glaube, Sie sollten mir jetzt mein Gold geben. Oui, oui, aber natürlich.
Aber mir wurde klar, dass Threepwood selbst etwas ganz Besonderes ist. Ich brauche seinen Körper für meine Experimente. Ich zahle Ihnen das Doppelte, wenn Sie ihn mir lebend bringen. Verdreifachen Sie. Dann reden wir weiter. Habe ich erst einmal seine Essenz extrahiert und mein Elixier optimiert, dann liegt mir die Welt mit all ihren Schätzen zu Füßen. Gehen Sie jetzt, Mademoiselle, so schnell wie die Winde von Flotsam und bringen Sie mir meinen überaus profitabel Piraten. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Oh je, das sieht nicht gut aus. Aber ich habe jetzt gerade... Willkommen zurück, Sir. Danke, Mr. Winslow. ...ein viel größeres Problem. Und zwar... Gehen wir zurück zu Flotsam Island. Ich bringe uns so nah wie möglich ran. Aber wie die Winde gerade wehen, werden wir es nicht bis ans Ufer schaffen. Und zwar habe ich gerade keine Idee... Achso, nee, ich wollte ja wieder zu den Jerkbait-Inseln. Los auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Und zwar habe ich gerade keine Idee, was ich jetzt machen muss. Das dritte Artefakt. Da ist ein Wasserfall. Okay, der bringt mir nichts. Wo bekomme ich einen Tipp? Hallo, Limonade. Hallo, Seemann. Ich muss jetzt gehen. War nicht böse gemeint. Passt schon. Die kann mir nichts Neues sagen. Nicht in die falschen Hände fallen lassen. Könnte ich etwas sagen? Okay, ich hab... Ich hab die leuchtenden Köder bekommen. Aber was soll ich mit denen jetzt machen? Glänzend. Ihr beide haltet jetzt das Maul. Gebt mir die Bestürmung. Es mangelt mir gerade etwas an Ideen. Ich weiß nicht mehr, wie ich ans dritte Artefakt kam. Jetzt nur noch mit Coupons bezahlen. Ich schon wieder. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Diese Bäume auf Spoon Isle, kann die sich jeder einfach nehmen? Rein theoretisch schon. Aber sie haben ein stolzes Gewicht. Das würde ich daher lieber den Profis überlassen. Ich brauche heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. Ich hätte gerne eine Idee. Eine Idee. Aber ich habe keine. Ich komme mir gerade etwas dumm vor. Ich gehe noch mal. Ich segel noch mal. Dankeschön. Ich segel noch mal nach Roe Island und schaue mich noch mal hier auf der Insel um, ob ich da irgendeinen Hinweis übersehen habe. Moschus in der Dämmerung. Wie man den perfekten Partner findet. Alles, was man für die tierische Partnersuche braucht. Ich glaube, ich erfahre schon viel zu viel über diesen Dekava-Kerl. Das ist schon ein bisschen creepy. Es ist eine Spielzeug-Seekuh mit einem seltsam geformten Loch im Bauch. Nö, immer noch nichts. Ich steck noch mal das Amulett da rein. Hat mir nichts gebracht. Gedichte, die keiner lesen will. Dekavas Tagebücher.
Gedichte, die ich während meiner Suche nach dem Esponja Grande verfasst habe. Wow, 36 Bände. Offensichtlich hat er sehr lange gesucht. Der Weg des Mauls. Aha. Nette Dosen. Ich meine, nette Dosen. Darauf würde ich mich niemals ausruhen. Nette Dosen. Der Weg des Mauls. Gekritzel? Das sieht mir nach Plänen für ein Unterwassergerät aus. Oder vielleicht Schuhe für Wallabies. Mann, überall diese leeren Grogflaschen. Sicherlich hat er die nur gesammelt, um sie sauber zu entsorgen. Wahrscheinlich nicht. Okay, das hat mir jetzt aber überhaupt nichts gebracht. Aber auf Spoon Isle muss noch irgendwas mit den Bäumen sein. Weil die werden die ganze Zeit erwähnt. Ich glaube, da war noch irgendwas. Die Piraten wurden wohl endlich abgeholt. Ich vermisse diese Typen. Vielleicht kann ich ihnen für die Feiertage einen Obstkorb schicken. Ich glaube, irgendwas war noch hier mit den Bäumen. Das macht Spaß. Ich glaube nämlich, dass man irgendwann wird der Mast nochmal beschädigt oder du musst den Mast ersetzen. Und es gibt hier, hier sind ja die normalen Stämme. Es ist ein Haufen gefällter Bäume. Aber es gibt ja auch irgendwo. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder. Ich brauche eine Axt oder sowas. Und zwar gab es ja auf irgendeiner Insel einen Gummibaum. Und ich muss meinen Hauptmasten gegen den Gummibaum austauschen. Ich glaube, ich rede aber nochmal hier mit Winslow. Mr. Winslow? Ja, Kapitän? Wie macht sich unser Hauptmast? Er sieht fantastisch aus, Kapitän. Die Reparaturen machen sich gut. Machen Sie so weiter. Aye, aye, Sir. Das hat mir nichts gebracht. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. I love you. Aye, aye, Sir. Ja, da ist der. Nee, das ist eine normale Palme. Schöne Palme. Gut, Sie wieder hier zu haben, Kapitän. Wohin soll es jetzt gehen, Kapitän? Kurs auf Boulder Beach. Yes, Sir, Kapitän. Hier gibt's keinen Gummibaum. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Willkommen zurück, Sir. Danke, Mr. Winslow. Wohin, Kapitän? Weiter zu Brillig Island. Aye, aye, Sir. Gummibaum. Da. Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen. Da müsste ich womöglich jahrelang von einer Insel zur nächsten ziehen. Benutze Brechstange mit. Ich habe keinen Grund, das aufzubrechen. Mit Gummibaum? Also, das wird nicht klappen. Ich will meinen Eimer nicht damit benutzen. Nö. Hm.
Das greife ich nicht mit meinem Haken. Dann wird er anlaufen. Das greife ich nicht mit meinem Haken. Dann wird er anlaufen. Okay. Dann habe ich jetzt gerade zur Abwechslung mal keine Idee. Aber ich würde einfach sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!